Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition, wo wir hier uns mal wieder durch diesen Kreuzweg durchsuchen, weil ich habe nur bedingt einen Plan. Also ja, wir suchen die Widersala, aber sonst weiß ich wenig. Wenn wir hier rauskommen, erledige ich Fan Harrell. Der Schreckenswolf ist verschwunden, nachdem er den Himmel verschlossen hat, um die Götter einzusperren. Alles Lügen. Wir müssen den Schleier niederreißen. Die Städte, die Wege. Ohne Magie werden sie alle zerfallen. Ihr verschwendet eure Zeit. Fan Harrells Schleier hat unser Reich in Ruinen verwandelt. Also ist das alte Elfenreich zusammengebrochen, weil der Schleier die Magie geschwächt hat? Wenn sich die Altelfen sogar noch mehr auf Magie verlassen haben als die Winds, ist es ja kein Wunder, dass alles am Arsch war, als sie versiegt ist. Ist euch klar, was das bedeutet? Was dieser Ort ist? Die wahre Geschichte der Elfen könnte einfach alles verändern. Ja, scheinbar hat Fan Harrell effektiv die alten Elfen vernichtet, indem er den Schleier aufgezogen hat, weil er die Götter loswerden wollte. Seht euch nur diesen Ort an. Nun, da wir so viele Vorlagen haben, wie schwer kann es da schon sein, unsere eigenen Illuvien herzustellen? Ich kannte mal einen Abtrünnigen in Kirkwall, mit dem ihr euch blendend verstanden hättet. Nach den letzten paar Jahren wäre es einfach nur schön, zur Abwechslung mal etwas Magisches zu erschaffen, das auch hilfreich ist. Ja, das ist korrekt. So, haben wir hier. Hätte mir das Ding nicht auf alt legen sollen. Warum kann ich hier langlaufen, wenn hier nichts ist? Ich bin mich ein bisschen verarscht. Aber gut, vielleicht ist gerade deshalb hier nichts. Denkt ihr, wir könnten vielleicht ein paar dieser Bücher mitnehmen? Ich fürchte, keines von ihnen existiert tatsächlich. Es sind einfach nur Konzepte, die ihr als Bücher wahrnehmt. Wie wär's, wenn wir all den unheimlichen Nichts-Scheiß einfach da lassen, wo er ist? Selbst wenn ihr sie mitnehmen könntet, sind sie vermutlich auf Altelfisch verfasst. Und nicht einmal mein Volk. Das sollten genug sein. Mal sehen, ob wir den umgedrehten Illuvien jetzt erreichen können. Ja, wahrscheinlich. Jetzt muss ich nur noch einen Weg zurück wiederfinden. Aber das dürften wir auch hinkriegen. Ja, ich glaube, er wollte sagen, aber nicht mal mein Volk spricht diese Sprache noch oder so. Kann ich mir vorstellen. So. Raus hier und ich bin sehr auf die Widersacher gespannt. Ja, natürlich. Du bist auch mal tot. Ich muss sagen, also entweder haben die Kunari echt abgebaut oder die machen richtig Schaden jetzt mittlerweile. Oh, Level Up, sehr schön. Dich verbessern. Ja, automatische Crit aus der Verstohlenheit heraus. Ohnmachtsbombe. Wie weiß man das hier? Ach, nee, okay. Zählen noch als im Kampf, deshalb ging es nicht. So, jetzt aber. Nee. Wo war denn der Illuvien, mit dem wir hergekommen sind? Ach genau, der war unten. Interessant.
Interessante Zeichnung übrigens. Sieht sehr gefährlich aus, was der hier treibt. Wenn man da nicht fest im Sattel sitzt, beziehungsweise nicht einen entsprechend gearbeiteten Sattel hat, fällt man runter und ist tot. Wir sind im Hof. Dreht sich das Ding jetzt nochmal? Nein? Oh. Na gut, das sind wahrscheinlich die Bibliothekare. Das ist nicht gut. Nein. Okay, die halten viel aus. Hey, ups. Na schön. Das setzen wir uns einfach mal ein. Warum auch nicht, ne? Okay, den Bullen hat's gerade zerlegt. Au! Damit mal aufhören, das tut weh. Oh. Ist nicht Grenzspin. Jawohl. Ja, ouch. Okay. Ja gut. Hey. Okay. Also die Bibliothekare sind richtig assi. Ich glaube, ich mache das jetzt gleich ganz einfach. Gehen hier wieder rein. Dann auf dem Hof aus. Nicht auf dem Hof auskommen. Einen Moment. Er hat mich beim falschen Illuvien rausgeschickt. Das ist ja höflich. Also wieder runter. Zu dem Illuvien. Und so rum. Dann nutze ich einfach die Unverwundbarkeit und renne einfach raus. Hier kann ich nicht. Das sind die Bibliothekare? Das ist nicht gut. Nein. Das ist halt super ätzend, dieser Move von denen. Er belebt schon wieder. Ja, gut. Ich hab doch gerade den scheiß Anker entladen.
Wir haben es irgendwie überlebt. Holy shit. Aua und so. Eieiei. Das tat weh. Aber gut, dass hier die Vorratslager sind. Hin. Mann. So doof manchmal. Okay, dann mal zurück und die Widersala sprechen. Ob die was Interessantes für uns hat. Oder ob die vielleicht auch einfach mal sagt, was sie will. Wäre ein Fortschritt. Na dann. Bezwinger der Bresche, Herold des Wandels, Held des Südens. Die Widersala nehme ich an. Ich war sehr überrascht, dass man euch gestattete, weiterhin in Freiheit zu leben, nachdem ihr euren Zweck hinsichtlich der Bresche erfüllt hattet. Ihr habt eure Schuldigkeit getan, Inquisitor. Es wird Zeit, eurer Magie ein Ende zu setzen. Der Anker schließt Risse im Schleier. Man sollte eigentlich annehmen, dass ihr das gut heißt. Ist das etwa alles, was er bewirkt? Warum haltet ihr dann eure Hand, als würde er euch Schmerzen bereiten? Ich habe schon zahllose Katastrophen miterlebt, doch dieses Chaos im Süden übertrifft alles. Das Kun gestattete es euren Völkern, eure Magie selbst zu kontrollieren. Dann jedoch zeigte sich, dass wir schon längst hätten einschreiten müssen. Dann klärt mich doch bitte auf. Wie sehen die Pläne des Kun für uns aus? Denkt ihr etwa, sämtliche Missstände seien behoben, nur weil ihr die Bresche geschlossen habt? Dass sie keine weiteren Folgen hat? An dem Tag, als wir die Bresche sahen, entschied das Kun, was geschehen musste. Wir wollten eure Anführer beseitigen und das einfache Volk verschonen. Der macht mir Angst. Doch dieser Helfer Fan Harolds hat alles verändert. Leben, die verschont werden sollten, werden seinetwegen enden. Wer ist dieser Helfer? Und wie kommt ihr darauf, dass er für die Inquisition arbeitet? Tötet den Inquisitor und folgt mir dann zum Davaran. Ach nö. Weiß ich jetzt persönlich mal nicht so gut. Bumm. Das macht gut Schau. Schützen. Au. Geh doch einfach mal drauf, Kumpel. Ja, ich hab's kommen sehen und wollte eigentlich noch abbrechen, um
nicht eben unverwundbar zu machen, aber. Na dann. Durch. Halt. Auch wieso lässt er mich denn immer an den falschen Dingen raus? Das ist doch verwirrend. Nochmal durch. Cutscene können wir überspringen. Bezwingen. Hey. Ihr habt eure Schuldigkeit getan, Inquisitor. Ich habe schon das Kuhn gestattete es euch. So. Pulle. Mal den. Weg geht dahin, Dorian. Star. Erstmal so. Ich könnte jetzt einfach mal hier dieser Magier drauf gehen. Oh. So. Da. Was? Ich war doch gerade. Der Cast war doch eigentlich durch. Mensch. Warum? Warum kriegen wir denn jetzt so auf die Fresse? Ich finde, das haben wir nicht verdient. Ihr habt eure Schuldigkeit getan. Das Kuhn. So, das einfach mal für die fette Explosion. Jawohl. Ja, mit Welt hätte ich jetzt gerade eigentlich gerne mal die Dingens. Au. Diese Zauberer von denen. Da fuck. Was stimmt mit denen nicht? Ja, ich habe halt eigentlich viel zu wenig Vorräte.
mal. Ich gucke mich jetzt gerade hier mal kurz noch ein bisschen um. Noch irgendwo was finde, wo ich vielleicht Vorräte auffüllen kann oder ähnliches. Die halt stark nicht da mal raus. Yippie und so. Was anderes können wir gerade nicht machen, also. Ihr habt eure Schuldig. Das Kuhn. Sind halt auch einfach viel zu viele. Der hier ist. Na, die beiden sind so das Problem. Teil du mal ein paar Minen. Nicht. Der Sarebass ist immer noch aktiv, toll. Der hat halt super heftigen Schild. Barrett steht da doch. Ich hab ehrlich gesagt nicht auf die Leisten geguckt, weil ich hab halt Barrett hier stehen sehen. Deshalb hab ich schon gedacht, ja gut. Och Mensch. Fuck mich gerade ab. Ja, wir sehen uns nächste Folge hier wieder, wenn wir das schaffen. Also es war diesmal was gut. Also fehlt uns nicht viel. Ein bisschen. Aber wie gesagt, wir sehen uns morgen hier wieder. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.